Ein Filmausschnitt, der mit Sicherheit sehr betroffen macht. Und zum Nachdenken anregt und Anlass gibt. Es ist Christiane F. und Detlef und in diesem Falle natürlich Schauspieler. Ich habe hier jemanden sitzen, zwei Gäste hier sitzen, die das besonders betroffen macht, denn dieses ist der echte Detlef von der Szene Wir Kinder vom Bahnhof Zoo mit seinem Freund Frank. Mit ihm über den Titel des Films zu unterhalten oder über den Film oder über das Buch ist, glaube ich, ziemlich sinnlos, Detlef. Ne? Also, das Buch habe ich nicht gesehen und den Film habe ich nicht gesehen, aber der Ausschnitt, also, ich kann darüber eigentlich gar nicht reden. Also der macht mich wahnsinnig betroffen, weil das stimmt einfach nicht, was da steht oder was da gezeigt wurde. Und das ist also eine wahnsinnige Sache, dass die Presse, Fernsehen oder irgendwelche Filmleute in der Lage sind, so weit überhaupt zu zeigen oder überhaupt so was machen zu können. Weil das überhaupt nicht, das entspricht überhaupt nicht der Realität, was da gezeigt wurde oder was in dem Buch steht. Ich meine, ich habe das Buch nicht gelesen, aber das, was ich gehört habe darüber, das, also Fixer Love Story und, also das macht mich unwahrscheinlich betroffen. Also ich habe diesen Film gesehen, er hat jetzt vor kurzem Premiere gehabt in der Bundesrepublik und ich war auch betroffen. Ich habe auch das Buch gelesen und wir haben dich und Frank nicht eingeladen, um jetzt nur die Originale aus der Szene zu zeigen. Denn ich glaube, das ist ja völlig, völlig unwichtig, denn das, was du durchgemacht hast, spielt sich im Augenblick in Berlin ab oder in anderen Großstädten. Und hier ist ein Einzelschicksal geschildert worden, was viele betrifft. Wenn du sagst, es stimmt nicht, was in dem Film, in diesem Filmausschnitt, der da eben gezeigt worden ist, ist da falsch dargestellt, könntest du beschreiben, wie es wirklich gewesen ist? Er könnte vielleicht beschreiben, aber sie will das nicht. Weil, also, ich verstehe nicht, dass erstmal die Sache, dass Christiane wurde von den Leuten irgendwie auf irgendeinen Gerichtstermin aufgegabelt und haben sich gedacht, mal eine Story draus machen, eine Fixer-Story draus machen. Und dann hat sie durch, ist die Beeinflussung oder Nicht-Beeinflussung, das weiß ich nicht, hat dann mehr uns mit drin gezogen. Und wenn ich mir überlege, wenn der Klick, den im Film vorher machen wollte, wenn der den Film gemacht hätte, wo ich da als Zuhälter, Mordner, Typ durch die Straßen gelaufen bin, wenn ich mir sowas vorstelle, weil das ist also wirklich eine Sache. Ich meine, ich bin ein bisschen so, dass ich bin nun abgebildet, ich war im Stern abgebildet, ich bin in dem Buch drin und wenn Leute mich erkennen, also die sind auf alle Fälle beeinflusst durch das Buch. Und jetzt durch den Film, also ich meine, jetzt sehen sie mich hier und die werden bauen da ihre eigenen Fantasien auf, nehme ich an. Und also ich möchte nicht sagen, dass das irgendwie positiv für mich ist. Ganz im Gegenteil. Ja, deswegen haben wir dich eingeladen in diese Talkshow, weil wir dir eigentlich die Gelegenheit geben wollen, zu sagen, dass das eigentlich eine unheimlich perverse Situation ist, in der du dich befindest. Eine Million Menschen lesen ein Buch und psychoanalysieren einen Menschen, den sie nie gesehen haben, aufgrund einer Aussage von jemandem, die auch ja offensichtlich fragwürdig ist. Ich glaube, dass sie auf alle Fälle beeinflusst war durch den Stern. Ihr seid beide von der in dem Film gezeigten und in dem Buch beschriebenen Berliner Bahnhofs-Zoo-Szene. Und ihr seid beide von dieser Szene weg. Wie lange jetzt? Ich bin seit 78. Bin ich. Also, ich kam, wird wahrscheinlich oben im Buch drin stehen. Ich kam 78, wurde festgenommen und seitdem hab dann Therapie innerhalb der Therapie gemacht und danach dann draußen in der Wohngemeinschaft, wo ich mich jetzt auch noch befinde. Das ist 3 Jahre hier, ungefähr. Seid ihr zur selben Zeit clean geworden? Habt ihr zur selben Zeit seid ihr vom Age weggekommen? Vom Heroin, ja, nee. Ich war ein bisschen früher, das waren ein paar Monate. Ja, das kam durch die Festnahme. Weil Alina hätte ich glaube ich nicht so viel zu dem Zeitpunkt, jedenfalls nicht. Weil da war natürlich für mich halt noch, hat es noch einen Reiz gehabt. Ihr wohnt jetzt in Berlin in einer Wohngemeinschaft. Könnt ihr mal beschreiben, wie das Zusammenleben da aussieht? Ich glaube, es ist eine andere Wohngemeinschaft als die hingängigen Drogentherapien, die es in Deutschland gibt. Ja, das sieht so aus, dass das bei uns also
Gibt es nicht noch irgendwelchen Phasen jetzt so viel gegliedert, dass also jetzt Leute neu kommen und die sind jetzt mal so, das sind die Neuen und so die kleinen Arschis irgendwie. Sondern das ist irgendwie schon gleichberechtigt alle, da sind Leute, die sind schon länger da, Leute, die kommen neu. Und die leben halt erstmal zusammen, die haben gemeinsame Haushaltsführung, richten sich die Wohnung gemeinsam ein, soweit dann eine Wohnung jetzt neu reingeschafft wird oder so. Denn das ist bei uns eine ganz wichtige Sache, so, wenn so eine Gruppe zusammen ist, neu, dass sie erstmal rauskommt aus Berlin, also aus diesem ganzen Milieu rauskommt. Weil es ziemlich schwer ist, glaube ich, in der Stadt jetzt, wenn man in der Stadt jetzt abhängig gewesen ist und jetzt also diesen Schritt dann macht und da so einen Bruch haben will, den noch zu schaffen in der Stadt, also, wenn das alles allgegenwärtig ist, wenn man davon nicht wegkommt irgendwie. Man fährt weiter mit der U-Bahn, sieht weiterhin bestimmte Stellen. Und ja, ihr wisst auch, wie wir, wie alle wissen, dass es zu wenig Therapieplätze in Deutschland gibt. Welche Therapie würdet ihr als die sicherste bezeichnen? Könnt ihr das? Nee, weil ich bin der Meinung, dass es nicht nur von irgendwelchen Therapieeinrichtungen abhängt, sondern in erster Linie von den Leuten. Und das gibt unter den, bin ich der Meinung, unter den Drogenabhängigen bestimmte Kategorien von ehemals Abhängigen. Für manche Leute ist es wichtig, eine härtere, also eine härtere Therapieeinrichtung zu gehen, weil sie einfach zu labil sind oder sich zu schnell beeinflussen lassen, oder weiß ich warum. Und für andere vielleicht das Gegenteil. Also deswegen würde ich nicht sagen, dass es für alle allgemein eine sichere, oder würde ich jedenfalls keine bestimmen, als sichere Therapieeinrichtung. Eine individuelle Geschichte, das muss man von Mensch zu Mensch entscheiden. Das hier ist jetzt so ein ziemlich breit gefächertes Angebot, finde ich. Obwohl es ein bisschen schade ist, dass da eben halt so Hauptteil, und ich glaube auch ein Hauptteil des Geldes, was wir so erfahren, ist halt, und fließen so eine stationäre Therapie. Also ist ein bisschen zu wenig vertreten, finde ich. Es ist zu wenig vertreten, dass man mehr davon geben. Also in erster Linie heißt aber auch, dass das, es fehlt an Geld für Therapieplätze. Ja, und wir haben uns überlegt, dass wir zumindest in dieser Sendung, soweit das überhaupt möglich ist, einen kleinen Teil dazu beitragen und versuchen, euch auf einem anderen Wege, nicht, dass wir euch jetzt ein 1000 Markschein in die Hand drücken und sagen, hier, nun nehmt das mal mit nach Hause, damit ihr, was weiß ich, euch einen neuen Schrank kaufen könnt oder so. Am Anfang dieser Sendung hatten wir den Sprayer von Zürich hier. Er sitzt immer noch da. Der Sprayer von Zürich hat in der Zwischenzeit ein Bild gemalt. Er sagt ja offensichtlich, er sei ein Künstler. Und dieses Bild, das wollen wir euch mitgeben. Es ist eine einmalige Geschichte. Der Sprayer von Zürich hat uns gesagt, er malt dieses Bild ein einziges Mal und er wird nie wieder eine solche Sache machen. Es ist eine einmalige Benefits-Aktion vom Sprayer von Zürich. Und das hat er auch selber erklärt, warum. Er will nicht vermarktet werden. Und wenn wir den Sprayer jetzt vielleicht bitten dürften, das Bild zu bringen, ich glaube, er hat es auch handsigniert. Und ihr solltet jetzt dieses Bild versteigern, wo es möglich ist. Ich weiß nicht, haben es alle gesehen. Es steht drauf, der Sprayer hat geschrieben, Züricher Sprayer zugunsten der Berliner Zoo-Kinder. Baden-Baden, der 19.03.1981. Dieses geben wir euch mit auf den Weg. Und der Sprayer hat uns vorher gesagt, auf diesem Bild könnte man bei seinem momentanen Marktwert, den er nicht will, mit 6.000 Mark wohl unter die Leute bringen. Und wir hoffen, dass auch